Dieses Video klärt über 5 Dinge auf, die man bei der Verwendung von KeePass falsch machen kann. Ding Nummer 5. KeePass hat keine automatisierte Funktion für ein Backup. Ihr solltet euch also überlegen, wie ihr das Backup der KeePass-Datenbank so organisiert, dass ihr da wieder rankommt im Fall von Datenverlust. Ding Nummer 4. Das Datenbankpasswort für KeePass sollte möglichst komplex nach einem vernünftigen Verfahren, zum Beispiel dem Diceware-Verfahren, gewählt werden. Da habe ich mal ein Video gemacht, blende ich euch oben einmal ein. Ich muss immer damit rechnen, dass meine Datenbank in falscher Hände gerät. In so einem Fall sollte die gut gesichert sein. Ding Nummer 3 ist mehr so eine psychologische Komponente. Und zwar sollte man KeePass ja auch nutzen, und das tut man am besten, wenn man die Automatisierungsfunktion, also zum Beispiel Autotype, verwendet. Das führt dann dazu, dass man KeePass regelmäßig für alle seine Einträge verwendet und sich die Passwörter auch generieren lässt. Benutze ich die Automatisierung nicht, gerät KeePass oft wieder in Vergessenheit und man nutzt es nicht so, wie man soll. Ding Nummer 2, das hat auch dann schon wieder direkt mit der Automatisierung zu tun. Man sollte natürlich die Passwörter generieren. Wenn man keine generierten Passwörter benutzt, sondern die Passwörter sich selbst ausdenkt, weil man die sich ja unnötigerweise noch merken möchte, dann gefährdet man wiederum die Sicherheit, denn diese Passwörter haben eine schlechtere Qualität als die generierten, in der Regel, sage ich mal. Und da ist dann schon wieder die Automatisierung fast zwingend, denn diese Passwörter sollten so komplex sein, dass ich mir die gar nicht eingeben kann per Hand. Und Punkt Nummer 1, gleiches Passwort für verschiedene Einträge. Es hilft natürlich nichts, wenn ich ein generiertes für alle benutze. KeePass hat eine Funktionalität, dass die Einträge einfach mal alle verglichen werden und gleiche oder ähnliche Passwörter gefiltert werden. Und so bekommt man hier eine schöne Übersicht, welche Einträge überall das gleiche Passwort haben. Das sollte man dann schleunigst ändern und das Passwort dann bei dem Dienst anpassen und eben bei KeePass auch dann entsprechend speichern.